Hallöchen Leute, hier ist wieder Magic Bieber mit dem Fortnite TS Blast, also Microshot Tactical Shotgun. Wir haben eine Schrotflinte von Fortnite Nerf. Ist jetzt erstmal der dritte große Blast aus der Serie, es gibt noch Super Songs und so weiter, aber die sind nicht ganz so wichtig. Das ist erstmal der dritte und vorläufig letzte von denen. Wir hatten schon die anderen vorgestellt. Mal gucken, wie sich der hier so schlägt, beziehungsweise wie gut der so schießt. Der ist auch mal ein bisschen anderes Farbschema, nämlich statt diesem komischen Gelb haben wir hier Rot-Weiß. Da, wo ich herkomme, nennen wir das Hanseat. Den Witz verstehen auch nur so ungefähr zwei Leute. Übrigens, heute machen wir den Karton nicht auf mit irgendwie Tischbesteck oder sowas. Nein, ich habe nämlich ein richtiges Messer von Kailash Blades. Das ist das Socket Bowie. Und jetzt eine kleine Nachricht an den guten Lord Drag. You're not a goddamn lord. You're barely an earl. Put that toy away and I don't mean the blast. I mean your knife. That's not a knife. This is a knife. Crocodile Dundee looks at this and says, mate, that's a knife. And I don't get that Australian accent, but don't at me. Das Messer ist so gottverdammt cool und maskulin. Ich habe mich nicht einfach nur schlecht rasiert. Nein, das Messer hat mich einfach sofort Gesichtsbehaarung wachsen lassen. Selbst das Messer war leider nicht stark genug, mir wirklich einen Vollbart zu geben. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht meine Schuld, das war das Messer. Jetzt erstmal aufmachen. Wie durch Butter. So, jetzt kriege ich in die Hand die Fortnite TS. Ja, genau, die Shotgun, aber es ist der TS Blaster. Ist ein bisschen schwierig. Ich nenne sie jetzt in Zukunft einfach irgendwie Schrotflinte. Wir haben hier erstmal den Blaster, aber hier scheint was zu fehlen. Ich glaube, ich habe was weggeschmissen aus Versehen. Wir haben nämlich im Karton noch ein paar Plastikteile, die habe ich vergessen auszupacken. Und das hier hat so ein Plastikteil, das anscheinend hier reinpasst. Also Bedienungsanleitung wie immer nicht gelesen. Dann haben wir hier erstmal einen schönen Beyblade. Wuhu! Wir können es also den Boden angucken, wenn wir wollen. Vielleicht mal Fotos davon machen. Und wir haben noch dieses Plastikteil. Das passt dann ziemlich genau eigentlich hier rein, in diese Aussparung. Und dann können wir das hier drehen und dann sollte das alles hier reinpassen. So. Und jetzt hält es auch. Und jetzt haben wir einen nach oben guckenden Bildschirm. Da können wir also praktisch zielen. Und hier vorne müsste irgendwo eine Kamera sein. Ach nee, halt. Oh! Jetzt eine ernsthafte Reaktion, ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe gerade nach einer Kamera geguckt. Nein, es ist hier so, es ist ein bisschen schwer zu sehen. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, wegen Autofokus muss ich das nah an meinem Gesicht halten. Hier haben wir so ein bisschen angedeutet mit dem Plastik eine Person, die dabbt. Für die Leute, die richtig zielen wollen und nicht mit dem Blaster irgendwie so in der Ecke, haben wir hier vorne nochmal ein ordentliches Korn drauf. Wir haben keine richtige Kimme, aber wir können hier erstmal irgendwie drüber ziehen. Was ein bisschen komisch ist, weil wir haben hier dieses Plastikrohr. Hätten wir eigentlich auch so eine Aussparung reinmachen können, aber gut. Werde ich erstmal nicht drüber urteilen. Aber wenn wir dann ranzoomen wollen, machen wir das praktisch so. Wir haben hier unten diesen Griff dran, ziehen wir. Und dann zoomen wir da ran und können viel besser zielen. Ja, dann kommen wir jetzt nach vorne. Und dann schießt man damit. Was übrigens auch noch mitgeliefert war, sind hier Bedienungsanleitungen natürlich. Scheiß drauf. Und Pfeile. Wir haben hier nämlich 8 dieser großen Mega-Darts. Die sind normalerweise rot, hier sind sie eben orange. Also wir haben hier nicht nur Elite-Blaster von Fortnite, sondern eben auch nochmal ein bisschen was Größeres. Mal gucken, was der so für Power drauf hat. Den werde ich dann demnächst wohl irgendwann mal mit der Megalodon vergleichen. Mal sehen, wann die ankommt. Die hatte ich ursprünglich für heute geplant, aber das hier kam früher an und deswegen, was soll's. Ich bin also null vorbereitet auf diesen Blaster und ich habe auch die Bedienungsanleitung nicht gelesen, aber ich habe hier festgestellt, wir haben hier so eine kleine Klappe drin, können wir aufmachen und haben dann Platz, um dort ein paar Pfeile reinzutun. Ich glaube, da passt insgesamt, sagen wir, 4 Stück rein. Ja, 4 Stück scheint genau das Limit zu sein. Und wenn wir 8 Pfeile haben, ist das ziemlich genau die Hälfte. Bin mir ziemlich sicher. Was ja viele nicht wissen, 2 mal 4 ist gleich 8. So, und wie kriege ich jetzt Pfeile in den Blaster rein? Das ist eine ernsthafte Frage. Weil hier oben ziert man zwar irgendwie mit, aber hier unten ist tatsächlich der Lauf, wo alles rausfliegt. Man kann ja nichts ranbauen, man kann auch hier nichts ranbauen. Wir haben zwar eine relativ kurze Schulterstütze mit dran, aber die bringt auch nicht wirklich was. Gut, Laufverlängerung brauchen wir noch nicht. Aber wir können nicht wirklich großartig damit zielen. Und wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich gebe es wirklich. Ah, okay, hier. Wir haben ein internes Magazin drin und da kann man nur ran, wenn man das nach hinten zieht. Übrigens finde ich sehr schön, wie hier so ein riesiger Plastikkoloss gleich damit verbunden nach hinten gezogen wird. Ist irgendwo cool, nicht praktisch, aber cool. Dann können wir hier Munition reinstecken. Mal sehen. Einer passt rein, zwei passen rein. Ich nehme an, es passen 4 rein. 3 und 4, ich liege richtig. Und mehr geht absolut nicht. Und dann ist alles perfekt darauf ausgelegt, sofort losgeschossen zu werden. So schnell ging das ja noch nie. So, also mit Mega-Blastern ist es ein bisschen schwer zu urteilen, wie kräftig die sind, weil die größeren Pfeile haben mehr Luftwiderstand und schießen deswegen nicht so weit. Aber der wirkte zumindest erstmal nicht so schwach, dass er schon nach ein paar Metern total die Kraft verliert. Natürlich, Mega-Blaster nicht besonders praktisch,
Aber wenn man schon auf Mega Blaster steht, das Ding ist tatsächlich nicht mal schlecht. Weil die letzte Nerf-Schrotflinte aus der Mega-Reihe, da konnte man irgendwie nur zwei Pfeile reinstecken und die konnte man beide hintereinander abschießen und das war's dann. Hier ist ein internes Magazin von 4 Pfeilen. Das ist gut. Die SPL hier unten, die hatte Elite-Pfeile. Die sind sehr viel kleiner. Und da haben irgendwie nur 3 Pfeile reingepasst oder so. Wenn ich mich richtig erinnere. Also ist das hier schon mal viel besser als das kleine Ding da unten. Und ich finde, es ist tatsächlich ein guter Blaster bisher. Die Cyclone Shock mag ich sehr gerne an den Mega Blastern, aber der hier ist auch gar nicht mal schlecht. Der hat halt Stil. Man kann übrigens die Teile auch weglassen, man muss sie nicht einbauen. Wenn man Gewalt anwendet, kann man sie wieder rauskriegen. Dann braucht man das nicht dran haben, aber ich finde irgendwie, es hat irgendwie was. Man kann hier noch so tun, als würde man zielen. Es bringt nicht wirklich was. Aber schön, dass wir es immer da dran haben. Ist halt so ein bisschen Dekoration mit außen drum. So, jetzt die Pfeile irgendwie hier rausgreifen. Ist ein bisschen schwer, die unten rauszukriegen. Es sei denn, wir schütteln die. So. Wir können auch ganz normale andere Pfeile reinstecken, wenn wir wollen. Also in die Pfeillagerung, nicht hier. Und also nachladen geht nicht besonders schnell. Ich habe gerade beide Pfeile fallen lassen. Aber wenn wir in der Deckung sind, dürfte das schon gehen. Wie gesagt, das größte Problem mit den Megablastern ist, dass du nicht besonders viele Pfeile drin lagern kannst. 4 ist auf der Ebene nicht mal schlecht. Da gibt es welche, wie zum Beispiel die Megalodon, die natürlich auch nochmal kommen wird. Die haben so eine großen Trommeln drin. Und selbst da kannst du auch nur so 10, 15, bis mal 20 Pfeile. Ist nicht besonders viel. 4 geht schon mal. Und ich meine, von der Ergonomik, Ergonomie, wie war das richtig? Ergonomie. Von der Ergonomie, ja, genau so. Von der Ergonomie ist das auch gar nicht mal schlecht. Wir haben einen relativ guten großen Griff, also nicht nur für die Kleinen, sondern eben wirklich was auch für Erwachsene. Schulterstütze ist ein bisschen klein, hätte größer sein können, da könnten noch mehr Pfeile reinpassen, wenn es nach mir ginge. Gucken, ob das Ding einen Rapid-Fire-Modus hat. Ich halte jetzt also gedrückt. Hat er! Das ist geil! Bei einer normalen Schrotflinte wäre es auch ungefähr so, dass man den Griff dahin zieht, dann hat man hier und dieses Rohr, das auch hier angedeutet ist, um die Munition reinzustecken und dann kann man das wieder benutzen, dann kann man damit schießen. Hier ist es eben ein internes Magazin und trotzdem haben sie es beibehalten, dass man von unten den Blaster lädt. Das ist natürlich, wenn man bedenkt, was für ein Design es imitiert, ja, macht Sinn. Aber für den Nerf War selbst, es wäre viel angenehmer, oben nachzuladen, statt das Ding umzudrehen. Was will man machen? Wenn jetzt einer angelaufen kommt, oh verdammt, haha, jetzt habe ich dich erwischt. Halt, stopp! Das geht! Verdammt, die sind genialer, als ich eigentlich gedacht habe. Weil dieses große Plastikteil ja auf beiden Seiten ist, kann man den Blaster theoretisch so benutzen. Und was viel besser ist, dann ist der Lauf hier oben. Verdammt! Ich bin erst jetzt drauf gekommen. Man kann den Blaster so halten. Wir haben hier den Griff, da haben wir nochmal ein schönes Korn, da können wir ordentlich drauf ziehen. Verdammt! Alles Negative, was ich jemals über Nerf und deren Einfallsreichtum gesagt habe, ich nehme es zurück. Das ist genial. Wir können auch diese Akku-Strike-Mega-Pfeile reintun. Je nachdem, was man kann das komplett austauschen, wie man will. Also wenn wir den erst reintun, Gegner sieht uns und denkt, wir haben keine Chance, der Blaster ist sogar falsch rum. Wie will man damit denn schießen? Ist das überhaupt so gewollt? In jedem Fall, das ist irgendwie cool. Ich war noch nie so beeindruckt von einem Nerf-Blaster. Ich meine, ich hatte schon eine Disruptor in der Hand. Ich bin positiv überrascht von diesem Blaster. Ich erwarte ja nicht immer viel mit diesem Fortnite-Markenblaster, aber der ist gar nicht mal schlecht. Zumindest für die Mega-Reihe. Gehen wir jetzt also erstmal raus. Habe ich gerade versaut. Und machen den Schusstest, weil das Ding macht verdammt viel Spaß zu benutzen. Raus jetzt, los! Erstmal die ganz normal mitgelieferten, diese orange-lilanen, die kommen gerade aus. Und dann habe ich noch mal ein paar rote hier hinten drin, die ganz normalen, und die kommen dann angewinkelt. Oh, es fängt gerade an zu nieseln. Also habe ich doch einen Zeitdruck. Und die haben wieder die schöne Angewohnheit, schön zu pfeifen. Also falls ihr dem Gegner mal so psychologische... clever. Ich habe 2 rausgenommen, das Ding dann umgedreht, weil man hier so nachladen muss. Dann fällt es natürlich raus, denn Schwerkraft existiert weiterhin, obwohl ich mich dagegen wehre. Gut. Die Dinger pfeifen, also wenn man psychologische Kriegsführung haben möchte, kann man das auch machen. Die roten Pfeile passen übrigens auch sehr gut zum Farbschema des Blasters. Das war eine Ladehemmung. Also selbst ohne diesen Knopf zu drücken, habe ich das geschafft. Natürlich sieht der Pfeil jetzt nicht mehr so großartig aus. Lassen wir den also weg. So, hier haben wir also einen bei 9 Metern, einen bei 10,40 Meter, einen bei 11,50 Meter, einen bei 12,50 Meter. Oh, hier alle die 50er Schritte. Und mit stolzen 50er Schritten jetzt bei 17,20 Meter. Einen haben wir hier drüben. Ah ne, 2, die liegen relativ nah beieinander.
bei 19,80 Meter. Sagen wir, wir haben ungefähr 20 geschafft. Ja, also insgesamt erstmal ein ordentlicher Blaster. Ich hatte jetzt eine Ladehemmung drin, war durchaus mal mein Fehler. Ich habe sie vielleicht nicht alle ordentlich reingepackt. Darauf muss man halt achten, das muss man eben ein bisschen üben. Aber wie ihr gesehen habt, das habe ich jetzt noch ohne Wissen, ohne große Erfahrung einfach schnell beheben können. Ist nicht besonders schlecht und wir haben halt doppelt so viel Munition mit dabei, wie überhaupt hier abgeschossen werden kann. Also gleich zwei Munitionsvorräte. Acht Pfeile ist nicht die Welt, aber es ist schon mal nicht schlecht. Ich finde, es wäre eine schöne Ergänzung zu zum Beispiel einer Cyclone Shock. Die finde ich weiterhin ist der beste Megablaster bisher. Ich glaube, die kann man auch nicht wirklich schlagen. Die ist halt der Disruptor ein bisschen ähnlich und deswegen. Aber das hier ist wirklich tatsächlich ein guter Blaster. Ich bin immer wieder erstaunt mit diesen Fortnite-Dingern, aber der ist tatsächlich gut. Ich finde diese Sache, wie gesagt, auf komische Weise sehr gut durchdacht. Und falls euch das jetzt interessiert, ich habe einen Link in der Videobeschreibung, könnt gerne mal vorbeigucken. Und dann sehen wir uns auch nächste Woche, falls ihr da wieder vorbeigucken wollt, dann nämlich am nächsten Sonntag um 9 Uhr beim nächsten Nerf-Video. Bis dahin, macht's wirklich und beißt euch durch. Euer Matt Bieber. Ciao.